Mr. Science, wat tust du willes? Es leidt doch noch kein Schnee. Loh noch nicht, aber geschwind. Aber im Experiment von heute erklären ich nämlich, wie Schnee entsteht und wie ich es machen kann. Ja, also die Schnee, du seid mir aber ein bisschen lustig aus. Nee, das heißt, das ist Filmschnee. Das ist eigentlich süß Schaum. Richtiger Schnee besteht aus gefrorenem Wasser. Okay, mach raus! Ah, und du hast also richtigen Schnee mitgebracht? Nee, das ist nicht so einfach. Weil wenn ihr nämlich flüssig Wasser friert, dann kriegt ihr Eis. Ah ja, das war auch, aber ich kann ihn dann auch direkt Schnee machen. Ja, kommt mal drauf, ja. So etwas Ähnliches wie Schnee entsteht nur hier auf der Oberfläche von diesem Glas. Am Glas habe ich eine Mischung aus Salz und Eis, das ist eine Kältemischung. Und was man draußen gesehen hat, das ist gefrorene Luftfeuchtigkeit. Das heißt, Schnee ist nichts anderes wie gefrorene Luftfeuchtigkeit und mit gefrorenem Wasser. Und genau wie der Schnee hier entsteht, so entsteht er auch an der Natur. Heisch oben an der Luft fängt Liebe von einem Schneekristall meistens so bei einem kahlen Stöpspartikel oder einer mini kleiner Wasserdrüps an. Ob der Reise ruf auf der Erde trifft diese kahle Keim auf lauter Einzel Wassermolekülen, die überall an der Luft sind. Das setzen sich heute drauf auf und bilden nur und nur ein Kristall. Wassermolekülen, also H2O, haben die Ordnung gern. Die leifste Position zu nehmen ist der Sechseck. An dieser Ordnung gesagt den Onach, wenn sich bis ein paar Trillionen Molekülen und ein Egesatun an einem Schneeflock bilden. All Schneekristall, den innen auf der Erde ukönt, ist verschieden, weil auf ihrem langen Weg nach innen Faktoren wie Sonne, Temperaturschwankungen und Wand einen Abfluss auf die Wurst haben. Tja, mit der Dinger Methode für Schnee zu machen, gehst du aber noch lange Skifahren. Nee, du brauchst ihn eigentlich viel mehr eine große Schneemaschine. Aber ich weiß, wo sie eigentlich steht. Kommt mit. Ja, und dafür hast du Mr. Science zu Amneville an der Skihalle. Joseph, was musst du denn da? Na ja, das Spritzfleisch funktioniert ganz ähnlich wie das Schneekanon hier. Wasser wird an kleinen Rippchen zerstäubt. Mir das geht aber noch nicht durch, für Schnee zu machen. Ach so, auf ihr Wetter nicht? Na, das ist ganz einfach. Okay. Bei diesem Schneekanon geht zusätzlich bei Wasserdröpfchen noch komprimiert Luft dabei gemacht. Komprimiert Luft dehnt sich aus und dadurch kühlen Wasserdröpfchen ziemlich sehr auf. Und dann geht der Schnee ihren auf den Boden fällt. Also, ist das also der nämlichste Schnee, den ihr noch da draußen findet? Nee, leider nicht. Gut ausgebildete Schneekristalle brauchen immer ein paar Minuten, für ihre schöne Form umzuholen. Am Hai, bei dieser Schneekanone, da haben sie bestens ein paar Sekunden, ehe sie am Boden landen. Das heißt, die Struktur vom Schneekristall ist viel manner perfekt, wie die beim richtigen Schnee. Ah, also mit Klang. Genau. Und genau so wie beim richtigen Schnee kann ihn auch auf diesem Schnee einen Druck wunderbar klatschen. Joseph, nee! Joseph, hallo, von Schlift.